Neue Wochenhoroskop steht nun wieder für euch bereit. Ja, mittendrin im Februar. Das Wochenhoroskop vom 15.02. bis zum 21.02. Und der Spruch der Woche für euch lautet: Es können schöne spirituelle Erfahrungen gemacht werden. Die meisten Planetenenergien bleiben von Einflüssen unbehelligt. Das verschafft uns etwas Ruhe in dieser aufwühlenden Zeit. Klingt doch erstmal nicht schlecht, nicht? In dieser Woche, meine lieben Zuschauer und Leser, haben wir wieder zwei Zeichenwechsel, wo sich die Energien ändern. Einmal die Sonne und zuvor auch noch unser Venus, der Liebesplanet. Aber ich beginne wie immer erstmal mit den Sonnenenergien, da diese immer die Kernenergie der jeweiligen Zeit beschreibt. Also bis zum Mittwoch, dem 17.02. hat unsere Sonne noch die gespannte Mars-Energie um sich herum und muss damit ein bisschen kämpfen. Diese hatte ich ja in der letzten Woche schon eingehend beschrieben. Danach dann ist unsere Sonne etwas entlastet und am 19.02. um 6.34 Uhr in der Früh wandert sie dann in die sensiblen, verträumten und hilfsbereiten Fische. Dort bekommt sie erstmal bis zum Ende der Woche einen angenehmen Start ohne besondere Planetenbeteiligung. Sowas kann einem Fisch ja nur recht sein. Erstmal zumindest. Auch unser Denker und Planer Merkur im spirituellen Wassermann bleibt von anderen Einflüssen weitestgehend unbehelligt und kann sich seinen geistigen Konstrukten nun voll widmen, so wie ich das in der letzten Woche schon genauer geschildert habe. Dann haben wir die Venus. Unser Liebesplanet wechselt nun am Mittwoch, dem 17.02. in der Früh um 5.17 Uhr vom disziplinierten und etwas nüchternen Steinbock in den freiheitsliebenden Wassermann. Damit ändern sich natürlich auch die Liebeswellen ganz gewaltig. Es wird freundschaftlicher, sozialer, tolerant und weniger festgefahren sein. Auch Venus bleibt unbehelligt von weiteren Planeteneinflüssen in dieser gesamten Woche. So, Mars, unser Energielieferant im Skorpion, kann nun in dieser Woche seine kraftvolle, positive Verbindung mit Jupiter, dem Glücksplaneten, in der Jungfrau, richtig für Dienen, Heilen und Helfen einsetzen. Es können schöne spirituelle Erfahrungen gemacht werden. Diese Verbindung macht auch sehr mutig. Ich hoffe natürlich nicht übermütig, denn wir haben ja immer noch den rückläufigen Jupiter. So, weil wir jetzt gerade bei Jupiter sind, auch er bildet weiterhin seine positiven Winkel zu Pluto und es kann gute Geschäfte und gutes Einkommen verheißen. Ab Samstag, dem 20.02. dann bremst aber unser Saturn den Jupiter wieder eiskalt aus mit seiner Spannung. Also, ich empfehle das halt jetzt, nutzt die Tage von Montag bis Freitag für unkomplizierte Geschäfts- oder Finanzanbahnung. Das ist nur ein heißer Tipp von meiner Seite. Die Geschäfte haben zwar auch in der kommenden Woche gute Aussichten, aber da prüft eben Saturn wieder viel, viel deutlicher, bevor irgendwelche Entscheidungen gefällt werden. Dazu ist es aber auch natürlich immer wichtig zu wissen, wie die eigenen persönlichen Planetenpositionen zu diesen laufenden jetzt gerade stehen. Und das kann man wieder ganz einfach bei mir unter www.berbel-reut.com erfahren. Jo, dann haben wir Saturn selbst. Er ist die gesamte Woche bis Freitag, dem 19.02. jetzt ebenfalls harmonisch aspektiert mit unterstützenden Impulsen von Uranus, unserem Revolutionär. Das unterstützt natürlich auch nochmal zusätzlich meine Ausführungen von Grad. Dazu kommen dann allerdings wie jede Woche die Spannungen von den zwei Gesellschaftsenergieträgern Uranus im Widder und Pluto im Steinbock, was uns natürlich auch weiterhin in Atem halten wird. Ansonsten ist in dieser Woche mal nicht so viel an Spannung auf dem Plan wie die letzten Wochen, deshalb ist es bestimmt nicht verkehrt, die Zeit auch etwas für Entspannung zu nutzen. Und genau damit möchte ich jetzt auch meine Ausführungen zum Wochenhoroskop beenden und ich wünsche euch
Eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit. Ihr könnt wie immer bei mir eure persönlichen Horoskope beantragen, per E-Mail, per Telefon oder auf meiner Webseite. Schaut einfach unten auf der linken Seite, sind meine Kontaktdaten und dann braucht ihr mich einfach bloß informieren. Und eure Feedbacks freuen mich immer auf meiner Seite, direkt auf meiner Webseite und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Seid jetzt wieder ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Barbara Roll, eure Astrologin. Tschüss, bis zur kommenden Woche. Macht's gut.